Hallihallo, hier ist der Gusua, der Held vom Erdbeerfeld. Ja, bevor er von der Erdbeere runterfällt, macht er mal weiter. Ich habe hier gerade eine Goldkiste am Aufmachen, habe den Knall bekommen, einen Grabstein, finde ich ziemlich nice. Ich habe heute richtig abgesahnt, also jetzt mal ohne Witz. Und habe dadurch natürlich dann gleich mein Deck ändern können. Gucken wir mal, was wir hier noch kriegen. Knall. Ah, noch ein Magier, ziemlich nice, weil wie gesagt, vor dem habe ich halt megamäßig Angst. Ich gucke jetzt leider wieder ein bisschen runter, weil ich jetzt. Ach, eigentlich kommt für Leute, für euch kann man das mal machen. Ich stelle mal um, dass ihr wieder live dabei seid. Oder halt nicht. So. Sollte passen. Oh, in eine falsche Richtung gedreht. Weil dann seht ihr mich ein bisschen besser als sonst so, ohne wenn man da halt nur auf die Schreibtischoberfläche guckt. Jetzt sieht er mich hier wieder richtig toll. Ob er das sehen wollt, ist die nächste Frage. Aber ich denke mal schon. Wir sind hier beim Spenden von Kobolden, was wir natürlich machen werden. Und wir spenden natürlich auch Barbaren. Was wollen wir im Gegenzug dazu haben? Wir hätten natürlich gerne. Ja, ich glaube, Musketieren werde ich jetzt langsam erstmal weiter hoch machen. So, jetzt gucken wir uns kurz das Deck an. Holy moly, es hat sich etwas verändert, denn ich habe den Spiegel. Ich habe es jetzt erst zweimal probiert. Ja, war okay. War doch, war schon ganz in Ordnung. Kann ich nicht meckern. Ich habe dafür die Level, also beziehungsweise die einfachen Skelette rausgenommen. Bloß, dass ihr das mal wisst. So, jetzt gucken wir mal einfach, wie das ausschaut. Genau, wir gucken jetzt nochmal kurz in eine Wiederholung rein. Hier ein Unentschieden zum Beispiel. Gucken wir mal ansehen. Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwann zwischen der Arbeit war das. Die auch gar nicht schlecht, wenn man dann mal sieht, was er dann für Troops am Start hat. Ja, da wusste ich nicht ganz, was ich setzen sollte. Klar. Dachte, na, was nimmst du denn? Na, nimmst du mal einfach die Minions. War vom Abwehren natürlich eher suboptimal mit den Skeletten, klar. Aber das ging ganz gut. Der Drache war dann so gut wie tot und jetzt bam, war er kaputt. Ja, mit dem Barbaren da, denke ich mal, ging auch ganz nett. Der hat aber mit seinem Feuerball ordentlich reingesplasht, aber das war okay. So. Jetzt wollte ich ja dann irgendwann meinen Spiegel ausprobieren, aber ich dachte mir auch, wartest du mal noch. So. Und los geht die Luzi. Und die habe ich, glaube ich, weggefeilt, ganz easy. Ja. Yeah. Und jetzt, das war ein Fehler. Das war ein Mega-Fehler. Ich dachte, ich hätte halt im Spiegel noch die Lakaien drinne. Und dann musste ich natürlich gleich diesen machen. Ja, der hat sich natürlich gefreut, klar. Das war definitiv ein Fail von mir, ganz klar. Ich gehe mal auf zweifach hier. Und dann haben wir uns da so ein bisschen bekämpft. Ja, die Musketierin hält halt auch einiges aus, klar. Da ist das nicht das Thema. Und jetzt hier das erste weggefallen. Klar, jetzt gleich nochmal den zweiten hinterher. Da konnte er auch richtig gut kontern. Da war gar nichts bei mir zu holen oder beziehungsweise bei ihm zu holen. Und. Ist ein bisschen schnell hier. Nicht so schnell. Ja, mit dem Bombentower, da habe ich eigentlich immer relativ leichtes Spiel. Das stört mich eigentlich gar nicht, weil ich halt die Luckys habe. Ich habe zweierlei Luckys und da finde ich, damit komme ich ganz gut klar. Aber wie gesagt, mehr ist nicht passiert. Jetzt gehen wir hier richtig auf Gas. Und ich bin der Meinung, es ist keiner der Türme gefallen. Ja, klar, logisch. Wir sind schon im Kron-K.O., also kann keiner mehr gefallen sein, weil wenn einer gefallen wäre, wäre es zu Ende gewesen. Ganz genau. Also da hatte ich mich dann so schlecht und recht geschlagen. Und jetzt gucken wir da einfach mal. Oh, vielen Dank. Das ist super. Vielen Dank, Marc. Jetzt gucken wir mal, was wir hier so haben. Oder kriegen. Oder wie auch immer. Ich muss mal leiser machen. Das wäre total laut. Hab den Spiegel gleich drin.
Auch nicht schlecht, aber ich würde jetzt am Anfang eh noch keine Truppen spiegeln. Weil ich ihn damit ein bisschen überraschen will. Ah, okay. Da hat er eine... Oh, er hat schon den Fashion-Eismagier am Start, auf jeden Fall. Läuft ziemlich gut bei ihm. Würde ich jetzt mal sagen, ich drop hier jetzt einfach mal das Koboldfass. Und... Nee, ich warte noch. Weil ich glaube nicht, dass der Eismagier da wer weiß, wie viel reißt, genau. So viel ist das nämlich gar nicht. Und jetzt können die Kobolde nochmal schön... Immerhin bin ich zum ein bisschen im Vor... Naja, was heißt im Vorteil? Ich meine, meinen linken Turm hat der ja auch schon gut gehittet. Mal gucken. Ja, das ist kein Thema hier. Da kommen wir gut hin. Das passt. Mit dem Abwehren, das geht ganz gut. Also da... Ja, klar. Wenn er nicht gerade gefreezed hat, logisch. Das war jetzt nicht so der Knüller. Gleich nochmal was rauf. Und wenn er jetzt nicht gerade die Pfeile zückt, sollte ich ganz gut dastehen. So viel dazu. Ich weiß nicht, also ich weiß irgendwie nicht, für so eine Legendary finde ich den Eismagier jetzt nicht so doll. Ich meine, klar, ihr sagt jetzt wieder, ja, ich habe eh keine Ahnung. Ja, das ist ja richtig so. Aber weiß ich nicht. Jetzt ist mein Turm gleich down, ganz klar. Und jetzt gucken wir mal, dass wir das hier irgendwie hingerissen bekommen, dass wir seine 600 Points da auch nochmal hier so ein bisschen wegkriegen. Er wird garantiert gleich mit, genau, mit dem Frost kommen. Dann komme ich hier mit meinen Skeletten. Gucken wir mal. Ob das was wird hier. Jo, das passt, denke ich mal. 81 habe ich Schaden, das war mir irgendwie so im Kopf geblieben. Also beziehungsweise machen die Blitze halt Schaden. Die Pfeile, oh, ich hab's nicht, ich hab's echt. Also... So, gucken wir mal. Ja, das werde ich jetzt nicht mehr reißen hier. Ja, das Koboldfass war zu früh. Schade. Ihr habt mich wieder verlieren gesehen. Aber das ist nicht schlimm. Ihr seid das ja gewohnt. So. Und da ich jetzt wieder sozusagen in der Arena 5 grundsätzlich bin und mich da eigentlich auch wohlfühle, klar, und natürlich jetzt höher gehen wollen würde, würde ich jetzt halt wirklich nach und nach gucken, was kann man halt wirklich am Deck ändern. Wie gesagt, ich habe nie behauptet irgendwie, hey, hier, guck mal hier, ich habe das Special Deck, damit kriegt man alles weg. Nein, gar nicht das Ding. Da habe ich auch nie gesagt. Und ich wollte mich aber erstmal nicht einfach nur sagen, oh ja gut, okay, komm hier, ich nehme jetzt mal ein anderes Deck, weil das andere halt besser funktioniert, sondern halt wirklich, dass man erstmal guckt, kommt man vielleicht irgendwie mit anderen Truppen auch gut hin, darum ging es mir, dass man da so langsam sich reinfuchst und nicht gleich sagt, ja hier, guck mal, das Deck habe ich hier von dem und dem und das ist der Burner. Na, schade, dass die sich um den kümmern hier, aber... Ah, er kann nicht, also ich will jetzt auch noch nichts hintersetzen. Obwohl, jetzt hat er die Pfeile weg. Ah, Pekka-Action hier. Ich will noch die Lakaien lassen. Ah, schade, dass er einen Drache hat. Dann werde ich jetzt das nächste Koboldfass nicht setzen. Beziehungsweise ich werde den Spiegel nicht als Koboldfass missbrauchen. Ja, okay. Können sie sogar noch mal vom Def in die Offensive gehen. Das ist doch auch nicht so verkehrt. Mit was... Ah, okay. Ah, der Ton ist wieder verzerrt. Und ich sehe das erst... Also ihr seht das schon. Und ich höre die Truppen aber erst später. Und das nervt natürlich hardcore. Na, ein bisschen was werden sie auch noch abziehen. Genau, jetzt kriege ich aber garantiert wieder eine richtige Klatsche. Aber den mache ich erstmal hier fertig.
Was? Okay. Was war denn das bitte? Jetzt mal ehrlich, was war denn das? Also, die Pfeile hätten doch eigentlich das klären sollen. Na gut. Ich denke, so lange kriege ich jetzt meinen Platz hier nicht verteidigt. Da wird er jetzt nochmal einen Hit machen können. Nee, bis jetzt passt's. Das wäre natürlich mega nice. Ah, okay, jetzt kommt er mit Pfeilen. Ja, das passt aber noch. Schießt so ein bisschen doof da. Nee, ich setze mal hier, dass er richtig Ärger kriegt. Und merkt, dass ich was von ihm will. Er wird aber garantiert noch einen drauflegen und sagen, gut, okay, komm hier genau ein Hog Rider. Um halt wirklich zu probieren, an den Turm halt noch ranzukommen. Klar, verständlich. Das wird nichts, Mäuschen. Das wird nichts. Und mit dem Packer, das war auch falsch. Jo, okay, passt. In Ordnung. Läuft. Cool, eine Goldtruhe. Darüber freuen wir uns. Darüber freuen wir uns. Und jetzt zeige ich euch nochmal ganz kurz. Scheiße, ich und Schreiben. Ja, siehst du? So, läuft. Und jetzt gucken wir noch mal kurz rein. Also, ich habe bekommen. Das Riesenskelett hatte ich schon ein bisschen länger. Aber ich hatte... Den Giftzauber habe ich neu bekommen. Warte mal, was hatte ich noch? Habe ich noch ein oder zwei Magierkarten bekommen? Das war auch ziemlich geil. Und halt, ja genau, den Spiegel. Ja, ich guck mal gerade, wie teuer ist das Deck jetzt? 4,1 ist also teurer geworden, aber denke ich nochmal voll mehr als im Rahmen. Ich denke mal, man kann locker auch ein 5er Deck spielen. Aber wie gesagt, erstmal kleine Veränderungen. Mal gucken, was wir hier noch... Okay, jetzt haut er hier einen Elixiersammler raus. Mal gucken, was wir hier machen können. Ich möchte mich auch von ihm nicht ablenken lassen. Bin mal gespannt, mit was er kommt. Kann gleich wieder eine Truppe droppen. Ah, sein Drache ist, denke ich mal, gut abgeknallt. Sehr gut. Und die Hexe auch noch. Die müsste auch noch laufen, genau. Na okay, das hat mir jetzt nicht viel gebracht. Zack. Naja, das ist nun noch nicht unbedingt ein Wow-Wert. Ja, das ist gar nicht so verkehrt. Dann mach du da mal dein Zeug. Aber er kann natürlich eine Truppe wieder gegensetzen. Oder halt einen Knall. Gucken wir mal, ob du noch einen hast, Junge. Ja, das war ja klar. Es war ja klar. Ich weiß, man setzt die nicht gleich am... Aber es macht halt so viel Spaß. Leute, es macht halt einfach Spaß. Oh, jetzt kommt er mit seinen Kobolden. Und will mich natürlich richtig ordentlich zecken. Und jetzt da die... Schnell, schnell. Ja doch, ich setz dich schon mal. Er ist ja ein kleiner Knaller, oder? Also ich meine, der haut den Knall ja ganz schön oft raus hier. Wow. Jungs und Mädels, lasst das mal stecken hier. So, mein Turm ist down. Und er hat natürlich einen Drache nochmal. Am Start. So, jetzt gucken wir mal hier. Die Lucky Horde. Und er wird garantiert wieder Pfeile setzen. Nachteil beim Spiegel ist natürlich, er kostet, glaube ich, ein Elixier mehr, als die normale Truppe selber kosten würde. Und das ist natürlich nicht so toll, klar. Ja, ich will nicht, dass der mich da zu sehr an... Genau, genau, jetzt will er hier nämlich richtig wissen, was geht. Na, ja, da die Hexe knallt die da komplett weg.
Dafür ist die einfach beim Flächenschaden viel zu krass. Naja, dann haut mal wirklich eure... Dann haut mal eure Vorschläge raus, was ihr als Deck habt, was ihr empfehlen könnt, was nicht zu teuer ist. Und dann würde ich mal gucken, dass ich da irgendwie was umstelle. Weil ich sehe ja selber, man ist wirklich immer auf einem und derselben Stelle. Dann fällt mal wieder was runter, fällt mal wieder was hoch. Also das ist nicht so der Knüller. Wäre mal ganz nett. Gucken wir mal, was wir da reißen können. Ja. Das war's, wie gesagt. So schaut's Deck aus. Ich würde gern... wie soll ich sagen? Wenn ich jetzt kurz darüber spreche, muss ich sagen, die Lakaien halt von der Def her richtig geil. Die Skeletthorde natürlich auch, ganz klar. Besonders, wenn man halt die Schweinereiter am Start hat, beziehungsweise der Gegner halt... Ja, Spiegel, wisst ihr, glaube ich, selber. Ja, die einfachen Lakaien auch nicht schlecht, aber vielleicht reicht es auch wirklich. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man hat, der Gegner hat einen Bombentower, dann ist es gar nicht so verkehrt, dass man eben auch nochmal zwei Lufttruppen hat. Auf die Hexe könnte ich auch verzichten. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh, die Hexe muss unbedingt im Deck bleiben. Also grundsätzlich könnte ich natürlich alles tauschen soweit. Aber wie gesagt, haut mal raus, wo ihr sagt, ah ja, das und das könnte man doch relativ easy machen, um hier jetzt mal locker die Arena 6 zu knacken. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt wisst ihr wieder ein bisschen was mehr. Und dann hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht. Bis dann.